Das Sternbilderduell. Jan, 9 Jahre behauptet, ich kenne alle Sternbilder und ich weiß mehr über das Universum als der Präsident der Internationalen Planetariumsgesellschaft, Thomas Kraupe. Beide werden insgesamt 7 Sternenbilder gezeigt, die sich erst nach und nach aufbauen. Wer glaubt, das Sternbild erkannt zu haben, der drückt den Buzzer und nennt mir dann den Namen. Für eine richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ist sie falsch, hat der Gegner die Chance, noch zu lösen. Bei Gleichstand gibt es ein Stechen. Klein gegen groß, auf los geht's los. Achtung, hier baut sich das erste Sternbild auf. Sobald ihr glaubt zu wissen, was ihr da seht, buzzern. Das war Thomas Kraupe, der gebuzzert hat, ja? Ich würde sagen, der Löwe. Der Löwe? Oh nee, doch, doch, ja, ja, ja. Was sagst du, Jan? Ja, auch der Löwe. Könnte sein, dass er recht hat? Mhm. Okay, gucken wir mal, ob das stimmt, der Löwe. Ja, ja, eindeutig, Löwe. Ah, da kommen die Sternenbildgrenzen. Es ist der Löwe. Jawohl! Wir kommen zu Sternenbild Nummer 2. Das wird schwierig, wahrscheinlich. Oh wei. Oh Gott. Habe ich zu früh gedrückt? Das weiß ich nicht. Kommt darauf an, was Sie antworten. Ich weiß es schon. Hm? Du weißt es? Ja. Ja, es sind gerade mal 3 Sterne, aber die sind charakteristisch. H der Berenike. Ich entnehme deine Reaktion, Jan. Du gehst davon aus, dass er recht hat? Ja. Gucken wir es uns an. Ich sollte auch früher tippen. Ja, 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 ja. H der Berenike. Ich muss früher tippen. Ich muss früher tippen. Stimmt. Das ist fies. 2. Punkt für Thomas Kraupe. Haben Sie Kinder, Herr Kraupe? Und weiß es nicht mal. Herr Kraupe, haben Sie Kinder? Keine Kinder? Gut, aber Sie haben natürlich im Planetarium genug Kinder. Genau, ja. Das sind die vielen. Wir sind alle Sternenkinder. Tagtäglich. Hier ist Sternenbild Nummer 3. Ja. Jetzt aber. Zwillinge. Zwillinge, sagst du? Dein erster Punkt oder nicht? Es sind. Ja. Es sind die Zwillinge. Die Zwillinge. Richtig. 2:1. Deine Mama und deine Schwester und dein Papa sind ganz schön aufgeregt jetzt. Ja. Ja, die wissen, was in dir steckt, aber du musst natürlich auch schnell genug beim Buzzern sein. Sternbild Nummer 4. Das sind nur 3 Sterne. Ja. 3. Wart mal ab, was er sagt. Bräuchte eine Antwort? Ja, ist Füchslein. Ja. Das ist falsch. Oh. So, Jan. Das kommt, wenn man zu früh tippt. Jan, jetzt kannst du noch mal gucken. Ja. Ja. Weißt du es schon? Nein. Okay. Ah, da kommt noch was. Da kommt noch was. Ah. Ja. So. Luftpumpe. Die Luftpumpe. Die Luftpumpe. So sieht's aus. Und wir kommen zu Sternbild Nummer 5. Oh, das war aber hier 100. Sekunde. Kiel des Schiffes. Wie sagst du? Kiel des Schiffes. Nee. Das ist falsch. Nee. Das ist falsch. So, Thomas Kraupe hat die Chance jetzt, den Elfmeter ohne Torwart reinzumachen. Der Perseus ist richtig. 3. Punkt für Thomas Kraupe. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt könnte schon die Entscheidung fallen, wenn Thomas Kraupe das nächste Sternbild richtig benennt.
dann hätte er seinen vierten Punkt gemacht. Und bei 7 zur Verfügung stehenden Sternbildern wäre das der Matchpunkt. Aber du kannst natürlich noch ausgleichen, Jan. Mhm. Sternbild Nummer 6. Ja. Nördliche Krone. Oh. Die nördliche Krone? Kann es das sein, Jan? Fehlt nur ein Stern, ja. Ja, könnte schon sein. Ja, die nördliche Krone. Das ist richtig! Ja! Und damit gewinnt Thomas Graupe das Sternbilderduell. Er kommt nach unten. Wir gehen mal zusammen rüber und gucken auf dein Geschenk, was du bekommst. Du weißt es, glaube ich, schon. An den Huppeln. Ein was? An den Huppeln. An den Huppeln siehst du es? Ja. Wir gucken mal, was da drunter ist. Hier ist dein Geschenk, etwas, was du dir schon lange wünschst. Wow. Ja! Yay! Das ist dein DJ-Mischpult.